Willkommen zu einem neuen Part von Pandora's Tower. Ja, hier sind wir wieder, oder hier bin ich wieder mit einem neuen Part. Ja, wir sind stehen geblieben. Ja, im letzten Part, würde ich sagen, haben wir die erste Kette erledigt und zerstört sozusagen. Haben den Turm etwas erkundet. Und nun bin ich drauf gekommen, dass es hier weitergeht. Diese Tür hier, die eröffnet wurde, wie wir das Rad zum Laufen gebracht haben. Ja, durch diese müssen wir hindurch. Die haben wir noch nicht erobert. Und da kommt ihr am besten nur so hinauf, dass ihr einfach den ersten Eingang nehmt. Dann kommt eben von rechts dieses komische Monster. Dann geht ihr auf die andere Seite rüber und dann könnt ihr mit Hilfe dieser komischen Klötze, die da drin stecken, könnt ihr euch dann darauf drehen lassen und dann einfach dieses eine Ding verwenden und sich da zur Tür schwingen. So, hier kommen wir. Okay, da werden wir schon vom Monster begrüßt, sehr interessant. Ja, wir lassen die Monster einfach mal links liegen, denn ich will mich da nicht unnötig mit denen rumschlagen, denn das geht sowieso nur auf die Energie. So. So, zum Glück haben wir hier kühles Wasser, mit dem können wir unsere Energie auffüllen, obwohl sie eigentlich eh so halbwegs aufgefüllt war. Und jetzt öffnen wir hier mal die Tür und siehe da, wir sind hier bei so einer riesen Wassersäule angelangt. Ja, und hier sind ein paar Fischchen, die es nicht gerade gut mit uns meinen anscheinend. Denn, ja, man sieht, sie haben es nicht relativ gut mit mir gemeint. Sie wollen mich attackieren. Ich hoffe, ich komme da jetzt rauf, ohne dass mich jemand attackiert. Genau. Und hier müssen wir jetzt dran ziehen. Ziehen, 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 bis nichts mehr geht. Und bis das Tor schließlich offen ist. So. Und da rein spaziert. Und hier haben wir die zweite Kette. So. Und da siehe an, das Tor zum Meister öffnet sich. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal noch das Tor finden, wo es auch sein mag. Spektralschuppe. Sehr interessant. Wofür die ist, weiß ich immer noch nicht. So. So, ich werde allerdings meine Energie noch mal kurz auffüllen, denn durch den Fisch habe ich da ordentlich weggesteckt. So, so geht das Ganze viel leichter. So, du liebes Monster, lass mich mal in Frieden. Und ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn mich da angreift, während ich etwas zu tun habe. Gut, schauen wir mal, was wir sonst noch so haben. Irgendwo müsste ja eine Tür sein. Oder? Nein? Nicht? Merkwürdig. Egal, gucken wir mal. Dann kommen wir da irgendwie weiter. Okay, hier nicht. Schauen wir mal.
wir sonst noch? Weiterkommen. Ha! Folgen wir vor. So, hier hinein, genau, hier haben wir es doch. Und ich habe schon wieder Energie verloren. Gut, die Monster lasse ich mal auch in Frieden, denn diese Monster kann ich überhaupt nicht brauchen. Gehen wir doch gleich mal zum Meister hinein. Vergeuden nicht so viel Zeit, weil so viel Zeit haben wir schließlich nicht mehr. Und ja. Schauen wir uns mal, was hier alles los ist. Ich habe mir schon im Internet angesehen, was das für ein Meister ist. Nicht gerade ein netter Meister. Zwar leicht zu besiegen eigentlich, soweit ich das gesehen habe, aber naja, trotzdem. Das bedeutet nichts Gutes, der Gong. Ja, klar. Ja, das bedeutet nichts Gutes. Hoppla. Das will ich eigentlich nicht. Ja. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob ich da irgendwie... Ah, Nymphenbeere. Kann ich verwenden. Gut, das nützt mir eigentlich sehr wenig. Ja, mit der Steuerung habe ich es natürlich wieder. Das ist nicht so mein Ding, die Steuerung. Da muss man echt ziemlich aufpassen. Ansonsten mache ich diesen Gegner wieder offscreen, wenn ich hier zu viele Fails hinlege, was auch der Fall ist. Denn ihr seht, meine Energie geht schon langsam zunichte. Ja, ich hätte mich vorher doch noch aufladen sollen mit dem Quellwasser. Allerdings, ja, kann ich es nicht mehr tun. Ich weiß nicht, was hier genau das Problem ist, wieso ich dieses Auge nicht entfernen kann. Und ja, da ist es passiert. Da ist es passiert, man hat mich nicht mehr ziehen lassen und damit, ja. So, letzten Spielstand laden. Ja, wobei, warte mal. Nein, ich habe jetzt einen Scheiß gemacht. Ich habe einen großen Scheiß gemacht. Ich hätte eigentlich den Meilenstein benutzen können, denn dieser Meilenstein ist ja... Uiuiui. Naja. Okay, Leute. Ich werde das Ganze wieder offscreen machen. Bis zum Meister. Und dann sehen wir uns dort wieder. Bis dann. So, Leute. Hier bin ich wieder. Zurück bei diesem Ungeheuer. Ich habe auch etwas mehr Zeit bekommen durch nasses Fleisch, was ich gefunden habe. Und ja, fangen wir schon mal gut an. Fängt schon mal gut an. Ich finde es eine Zumutung, dass man solche Gegner überhaupt nimmt, denn am Anfang sollte es ja eigentlich noch recht einfach sein. Aber leider ist es das nicht.
Entschuldigt, wenn ich hier jetzt nichts rede, aber hier bei diesem Gegner muss man sich wirklich konzentrieren. Also das ist wirklich ein heftiger Gegner. Habe ich mir irgendwie viel leichter vorgestellt, als er eigentlich ist. Aber ja. Auf den Videos schaut sie immer voll leicht aus, aber dann, wenn man selbst einmal vor dem Gegner steht, dann ist es natürlich nicht mehr so einfach. Und ihr seht, meine Energie geht schon wieder flöten. Herrlich! Ja, meine Energie geht leider wieder flöten. Ich weiß nicht wieso ich immer wieder getroffen werde von verschiedensten das sollte nicht passieren, aber ja. Leute, ich glaube, ich werde das Ganze offscreen machen. Ihr schaut euch das Video von jemandem anderen an, den Endgegner, denn dieser Endgegner ist echt der heftigste, den ich je erlebt habe. Es könnte wahrscheinlich auch noch schwieriger werden, also bitte verzeiht mir, wenn ich jeden Gegner offscreen mache und ihr euch das von einem anderen Let's Player anschauen müsst. Denn ja. Ich weiß, manche mögen es nicht, wenn man spoilert, aber im Grunde, dieser Gegner, der hat es echt in sich und von da an, ich werde es ganz offscreen versuchen und dann, wenn ich es geschafft habe, werde ich wieder einschalten und werde euch zeigen, wie es hier weitergeht. Es ist wirklich nicht leicht hier. Das ist echter Wahnsinn. Die Energie geht flöten. Man hat kaum eine Chance, irgendwie zu gewinnen. Denn mit dieser Energie werde ich sehr wohl kaum schaffen. Noch dazu, dieser Gegner hat zwei Phasen. Die zweite Phase ist recht anstrengend und sehr brutal. Von da an werde ich wahrscheinlich, das war's, Leute. Ich werde es offscreen machen und werde es offscreen versuchen. Also dann, Leute, bis gleich. Hallo Leute, willkommen zurück bei Pandora's Tower. Ich habe es nun endlich geschafft. Willkommen zurück bei Pandora's Tower. Ich habe es endlich geschafft, Leute, diesen miesen Hundsgegner zu besiegen. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich dafür benötigt habe. Locker 40 oder 50 Versuche, bis ich es einmal geschafft habe. Dieser Gegner ist echt der größte gewesen, der heftigste von allen, weil das Auge eben doch immer hin und her gewandert ist und mich diese Strahlen immer wieder erwischt haben. Diese Wasserstrahlen haben mich immer wieder erwischt. Immer wieder haben mich dann, wenn ich schon in der zweiten Phase war, die Tentakel erwischt. Ich habe jedenfalls vorher, bevor ich diesem Gegner nochmal gegenübergetreten bin, habe ich mir vier Medizinflaschen genommen oder geholt von Marder. Habe sie mir herstellen lassen und ja, das hat etwas genutzt. Und ja, jetzt bin ich froh, dass ich es endlich geschafft habe. Tut mir leid, euch das nicht zeigen zu können oder gezeigt zu haben. Ich hätte da locker 50 Mal hätte ich hier auf jeden Fall versagt,
Und das wäre sehr, sehr langweilig geworden für den Part. Und daher wäre der Part wahrscheinlich 1 Stunde oder 2 Stunden geworden. Ich habe es versucht und versucht, bis ich es endlich mal geschafft habe. Und nun können wir ihr das Meisterfleisch geben. Und ich bin froh darüber, es ihr geben zu können. Und ihr seht, der Balken auf der Seite hat sich etwas erhöht, aber auch nicht so wirklich stark. So, das können wir überspringen. Das brauchen wir nicht 100.000 Mal zu sehen, aber jetzt gibt es wahrscheinlich wieder eine Erinnerung, einen Traum, an den sie sich erinnert. Ja, so sieht's aus. Da merkt man, ja, bitte speichern. Da merkt man, dass die beiden ineinander verliebt sind. Ja, weiterspielen. Ich spiele noch für euch ein bisschen weiter, so 15 Minuten oder so. Oder 10 Minuten. Und dann werde ich hier den Part beenden. Ah, Marder. Servus. Grüß dich. Was sind die Meister? Lebende Waffen. Warum träumt Helena? Sie hat selbst keine Ahnung. Mehr über die Narbe. Was befindet sich dort unten? Das ist die Anderswelt. Über Turmgegenstände. Frage stellen. Keine weiteren Fragen. So. Ja, jetzt haben wir mal alle Antworten bekommen von unseren Fragen. Helene ist wieder wohlauf. Und ja, abgespeichert haben wir schon. Jetzt gehen wir hinaus. In the year 508 of the Unified Era, the scene was a village close to Helicon, the capital of Illyria, on the continent of Imperium.
Okay. Selektieren wird anscheinend von Helena gefunden. Oder Helena. Wird sie auch immer nennen. Mag. Okay. Ich erinnere mich. Back then it was I who helped you. Now it's the other way round. I'm so sorry, Aaron. Those towers are so dangerous. Wen sagst du das? Macht euch um mich keine Sorgen. This curse has changed everything for you too. Das macht nichts. Ich muss gehen. Thank you, Aaron. Naja, ich werde vorsichtig sein. Naja, das war's von Helenas Seite. Wir gehen zurück zu den Türmen und stellen fest, der Blutfriedturm ist eröffnet. Drei Türme haben wir bereits erledigt. Jetzt gehen wir in den vierten Turm. Und wir haben noch nicht einmal die Hälfte erreicht. Und ja, es wird spannend. Es wird immer spannender und gefährlicher. Blutfried. So heißt der nächste Turm. Sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Mit Lava, Feuer, Rauch, Röhren und vielen anderen Dingen. Es gibt wieder mal zwei Ketten. Ja, so wie im letzten Turm gibt es hier wieder zwei Ketten. Sehr interessant. Und hier haben wir schon wieder ein paar Gegner, die wir hier erledigen müssen. Uiuiui. Gar nicht mal so einfach. Selbst das ist mir ja schon viel zu schwierig hier. Weil wegen dieser Steuerung ist das Ganze natürlich etwas heftig. Und weg ist er. So, Bestienzahn. Und was haben wir hier? Auch wieder ein Bestienzahn. Gut. Was haben wir denn hier jetzt schon jetzt versteckt? Kupfermünzen.
Die können wir gleich mal nehmen. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Gut, das ist ja schon mal vielversprechend hier, ne? Wenn man sich das so ansieht. Ja, sagen wir, wo geht's denn hier erst weiter? Gibt's ja nicht. Geht's denn hier weiter? Das soll der erste Raum sein. Und hier soll es angeblich irgendwo hingehen. Wo geht es denn irgendwo hin? Ist alles irgendwie. Da geht's auch nicht hoch. Ja, okay. Merkwürdig, Leute. Ja, so wie es aussieht, muss ich hier trotzdem leider hier den Part beenden, denn ich kenne mich hier nicht mehr aus. Ich weiß nicht wohin. Ich würde sagen, wir beenden hier trotzdem den Part. Tut mir leid. Ich muss mir das mal offscreen alles genauer anschauen und alles genauer untersuchen, dass ich dann beim nächsten Part sofort losstarten kann. Jedenfalls hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich werde hier auf jeden Fall auch noch abspeichern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, verstehe ich es auch. Denn ich konnte euch ja nicht den Kampf mit dem Meister zeigen. Weil hier werden viel zu viele Fails passiert und daher habe ich das Ganze offscreen machen müssen. Ich habe hier locker 50 Versuche und so gebraucht, bis ich es einmal geschafft habe. Also, ja. Ihr werdet selbst feststellen, dass dieser Gegner schwieriger ist, als er eigentlich aussieht. Aber naja, das bleibt. Das ist meine Meinung. Wie eure Meinung ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Part wieder ein. Und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen oder dieser Part. Wenn nicht, verstehe ich es, wenn ihr mir einen Daumen runter gebt. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne einen Daumen hoch geben. Müsst ihr aber natürlich nicht. Bleibt euch alles überlassen. Ihr müsst mich auch nicht unbedingt abonnieren, wenn ihr nicht wollt. Nur wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren. Dann bleibt ihr wenigstens immer am neuesten Stand. Aber daher. Ja, trotzdem bleibt mir nur mehr eins zu sagen. Bis zum nächsten Part und tschüss.